Hallo, hier ist Gudrun von Stempelfe. Ich möchte euch heute meinen ertauschten Swaps vom Online-Team-Treffen im Team Papiertante zeigen. Meinen Swap, den ich gemacht habe, den habe ich euch ja schon gezeigt. Den verlinke ich euch mal hier unter dem i. Und dann machen wir die Tüte mal auf und ich zeige euch die Karten. So, ich mache mal die Tüte auf. So, die erste Karte ist diese. Und die ist von meiner Upline Sonja Schulte. Tolle Idee, oder? Sehr schön. Dann haben wir hier eine Karte. Auch schön. Die ist von Annika Steffen Falk. Dann haben wir eine Karte mit einer Banderole. Die ist von Ulrike Nilgen. Und wenn ich die aufmache, kommt hier so ein Pop-up-Effekt hoch. Dieses Gartentor öffnet sich dann. Super. Ganz toll gemacht. Was ein Aufwand wird. 12 Karten. Wahnsinn. Super schön. Die nächste Karte ist von der Selma. Hier steht extra ein Hinweis, dass der Verschluss nach oben oder unten gezogen werden muss. Ja, so ist es. Ja, schön. Hier ist das Kärtchen. Selma Zierold. Das kann man einfach so darüber stülpen. Schöne Idee. Dann eine weihnachtliche Karte. Auch super. Ich guck mal, von wem die ist. Von Margit Schmidt. Sehr süß. Diese Karte finde ich auch ganz toll. Sehr schön gemacht. Die ist von Dianes Basteltisch. Mach's noch mal auf. Ja, sehr toll gemacht. Dann haben wir eine etwas größere Karte. Ein bisschen Halloween. Die ist auch ganz toll mit einem Besen als Bleistift. Toll gemacht. Das ist unser Leitspruch von Stamping Up. Die Karte ist von Jane Ulrich, oder ja, Jane, glaube ich, wird das ausgesprochen. Eine Karte zum Herbstanfang. Sehr schöne Farben. Auch mit einer Banderole. Wow, das ist ja ein toller Effekt. Seht ihr das, diese Stufen? Auch sehr aufwendig. Von Ulrike Schott. Wow, echt toll. Toll gemacht. Dann haben wir noch eine Karte. Ich glaube, das ist auch so eine Klappkarte. Die ist von Janina Strahl. Strahlende Momente. Genau, das kann man hier so hochklappen. Sehr schön.
Dann noch eine herbstliche Karte von Papa La Papp. Das ist Ulla Knecht Rubin. Das ist auch süß. Das ist eine Baumscheibe als Tür. Ja, sehr, sehr süß. Auch eine tolle Visitenkarte. Sehr schön. Und noch eine letzte Karte. Ja, sehr hübsch. Die ist von Nikis Sauerwerkstatt. Niki Stiel oder Stiel. Auf jeden Fall Nikis Sauerwerkstatt. Auch ganz toll. Ich bedanke mich bei allen, die mit mir geswappt haben. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!